In diesem Video zeige ich euch, wie man den Shaker spielt. Haltet ihn einfach so zwischen den ausgestreckten Fingern, also nicht so in der geschlossenen Hand, sondern so. Ihr habt ihn dann ungefähr auf Augenhöhe vor euch und bewegt den Unterarm einfach vor und zurück. Damit der Inhalt des Shakers möglichst prägnant gegen die Wände schlägt, brauchen wir ziemlich zackige Bewegungen. Achtet bei der folgenden Übung jetzt außerdem auch darauf, dass die Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen rhythmisch genau gleich sind. Bevor wir jetzt das Tempo steigern, bauen wir aber noch eine Betonung ein. Wir wollen nämlich immer den ersten von vier Schlägen betonen. Und zwar so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Und da merkt ihr schon, immer bei 1 machen wir einfach eine größere und ruckartigere Bewegung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Um da gut den Überblick zu behalten, ist es hilfreich, wenn man immer die Vorwärtsbewegung mit dem betonten Schlag etwas weiter oben macht und dann eine Vorwärtsbewegung ohne betonten Schlag ein bisschen weiter unten. Also betont, unbetont. Thank you.
Jetzt werden wir das Tempo ein bisschen anziehen. Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Thank you.
voce si ventoni del femminile y de tener la linda perfección. Tal vez será que soy a la matrina, serán los filtros reinos del amor. Luego vendrán los dedos del cariño de aquel volcán que llama tentadora, y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido mi Dios, mi ilusión.